Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dishonored. Wir sind hier gerade in Dunwall irgendwo und haben gerade diesem Typen hier geholfen, der da hinter den Palisaden steht. Also würde ich ihm sagen, machen wir doch einfach mal die Tür auf und reden mal mit ihm. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Mhm. Missionsziel aktualisiert. Dann schauen wir doch mal. Griff verkauft Plünderwaren im Blood Ox Way. Okay. Mhm. Das haben wir alles noch. Nutzen Sie die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen. Auch das haben wir natürlich im Hinterkopf. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Ja, dann zeig halt mal hier. Ein paar Bolzen. Sind aber ganz schön teuer. Haben wir ein paar Baupläne, hm? Zwei Baupläne hättest du im Angebot. Vergrößerungslinse. Eine Einheit zur Vergrößerung der Stabilität in mehreren Linsen. Pyro hat die dazu verwendete... Was? Vergrößerungslinse in deiner Maske zu verbessern. Okay, und Bauplan Sokos Formel. Diese Formel für Sokos Elixier Pyro kann verwenden, um Flüssigkeit zu destillieren, die Gesundheit wiederherstellt und gegen die Seuche schützt. Ach, Baupläne. Die will ich sowieso haben. Kaufen wir beide. Gucken wir uns noch mal ein bisschen hier im Räumchen um. Was hier noch so rumliegt. Irgendwo muss ja auch noch die Rune hier rumfliegen, wenn wir uns recht erinnern. Die ist ja auch hier irgendwo, wenn ich mich richtig entsinne. Da oben, um genau zu sehen. Also mal schön hoch teleportieren. Machen wir mal die Sicht aus. Knochenartefakte. So, dann haben wir hier eins. Nerventötendes Ziel, eins. Und dann haben wir noch geologischer Bericht. West Plansy, naja, was auch immer, es ist auf jeden Fall Geld wert. Haben wir hier noch irgendwas, was Geld wert ist? Nein, nicht wirklich. Nur noch zwei Leichen, die hier rumliegen. Ansonsten sind wir hier offensichtlich fertig. Da haben wir noch ein Waschbecken, ein altes. Ich würde sagen, wir setzen unser neues Knochenartefakt gleich mal ein. Was ist denn das? Nervtötendes Ziel. Gegner können mit geringer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Naja, gut. Ich spekuliere zwar nicht darauf, dass allzu oft auf mich geschossen wird, wenn ich mich etwas zurückhalte, aber man weiß ja nie. So, also gut. Wo gehen wir denn dann weiter? Wer ist das denn? Reden wir mal mit dir. Ach, du bist das Griff. Interessant. Haben wir hier oben noch irgendwas rumfliegen? Keine Sorge. Die Jungs von der Bottle Street haben keine Ahnung, wo ich die beste Beute aufbewahre. Kommen Sie wieder mal vorbei. Bolzen, Bolzen. Keine Munition mehr des Typs. Die Frage ist ja, ob ich da ein bisschen was von der Munition dieses Typs verkaufen kann. Kann man verkaufen? Kommen Sie. Je mehr Tote, umso günstiger wird's. Naja, aber ich bin nicht so der Töter, aber ich... Kann ich nicht dir irgendwie... Kann man hier nicht verkaufen? Nö, anscheinend nicht. Schade, schade. Naja, so ist es halt. Was haben wir hier? Tür zur Wohnung des Kunsthändlers. Kann zurzeit nicht geöffnet werden. Gut, dann teleportieren wir uns mal irgendwo da hoch. Dahin zum Beispiel. Hm. Wo wir da sind, wüsste ich auch mal gern. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da drüben waren wir schon. Oder? Ja, aber da oben drin noch nicht. Das ist jetzt die Frage, wie wir da reinkommen. So vielleicht. Wäre eine Idee. Bisschen Walfleisch.
Ach, wir machen einfach die Sicht an. Damit geht's am schnellsten und am leichtesten, alles Interessante zusammen. Ein paar Elixiere zu essen, Walöl, Juwelenkästchen, Zinnermünzen, Betäubungsbolzen. Oh, schön. Noch ein paar Bücher hier? Nicht wirklich. Was steht denn hier auf dem Boden? Bottle Street Boys. Ja, jetzt nicht mehr, hm? Würde ich sagen. Jetzt nicht mehr, mein Freund. Ich weiß natürlich auch noch nicht so recht, wo ich hier eigentlich bin. Und was ich hier so mache. Aber wir gehen einfach mal darüber. Ah ja, da war die alte Tante. Genau. The old lady. Aber wäre jetzt nochmal interessant, wo sind denn die ganzen Sachen noch? Also, da hinten haben wir noch eine Rune. Und ansonsten nicht mehr irgendwas, wirklich. Also gut. Dann können wir ja wieder das Haus machen. Kommen wir da rüber auf das Dach? Nicht so recht. Oder nicht so einfach zumindest. Ich glaube, da soll man nicht hochkommen, ne? Naja, was soll's. Au, oh, das war ein bisschen tief. Das war ein bisschen tief. Au. Oh. Letzter Speicherpunkt, bitte. Speicher möglichst oft. Ja. Habe ich hier wohl schon. Ach ja, da waren wir noch nicht da oben, ne? Na, dann machen wir das nochmal fix. Hey, so war das aber nicht geplant. Ich brauche unbedingt das Upgrade für den Teleport. Hey, sag mal, danke. So. So, so, so. Und da können wir einfach hochhüpfen. So. Nachtsicht an. Alles eintüten und dann macht sich wieder aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hinwollen. Gavanis Büro, Lichtwand. Also ich würde mal sagen, wir begeben uns mal Richtung Büro. Beziehungsweise wir könnten mal da runter gehen, da waren wir noch nicht. Schauen, was hier so auf uns wartet. Ein Schwarm Ratten. Recht erinnere, sollte ich mich von denen ja nicht unbedingt treffen lassen. Hm. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal das Büro aufzusuchen. Es kann nicht sein, dass wir hier eh weiterkommen. Also, wo ist das Büro? Wo ist das Büro? Also hier, Kunsthändler. Da können wir momentan noch nicht rein. Aber hier kommen wir hoch, hier kommen wir hoch. Ah. Ich gucke jetzt nicht hier rüber, sonst müsste ich mich ganz schnell wegteleportieren. Hä? Dein H hat dir auch nichts mehr gebracht. So, packen wir dich mal ein. Und tschüss. Du bleibst doch bewusstlos, wenn ich dich so tief runterwerfe, oder? Hm. Ich weiß nicht, ob man da. Ob sie bewusstlos bleiben. Ich hoffe es ja irgendwie. So, gucken wir uns mal um. Gut, da drüben ist noch eine Wache. Ansonsten war das das Tor, was wir lahmgelegt haben. Kommt da einer raus? Nein. Na, dann würde ich doch sagen, wir können uns hier halbwegs frei bewegen und auf jeden Fall mal dieser Wache hier entledigen. Mal die Nachtsicht. Ich hoffe, dass hier unten nicht noch irgendwas ist, was mich irgendwie beeinflusst oder so. Ich würde sagen, wir verfrachten dich hier in den Tunnel. So. Gut. Aber früher oder später sollte ich mal hier das mit dem Übernehmen erlernen. Das wäre sicherlich keine schlechte Idee. Oh, guck mal, da haben wir mal komplett alles vergessen auszuräumen. Aus dem Teil hier. Kabelwerkzeug, Springmine. Springmine haftet an allen Oberflächen, in denen zunächst zielen und dann rechte Maustaste wird sie ausgelöst, wenn ein Gegner ihr nähert. Schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich.
Ja, wollen wir noch gar nicht so unbedingt benutzen. Gesundheitselixier, Mana-Tränkchen und dann haben wir hier noch eine Notiz des Unteroffiziers. Unteroffizier Hayburn, alle Bauteile der Lichtwand wurden zu ihrer Station gebracht und ich erwarte, dass die Anlage noch vor Mitternacht ihren Dienst tut. Ihnen stehen außerdem noch einige Walöltanks zur Verfügung, falls Sie welche benötigen. Des Weiteren ist mir zu Ohren gekommen, dass einige Wachmänner nach wie vor der pubertären Beschäftigung der sogenannten Rattenverbrennens nachgehen. Denken Sie daran, Walöl ist teuer, behalten Sie Ihre Männer im Griff. Das heißt, Sie lernen ein bisschen Öl über die Ratten und verbrennen sie dann. Ja, wem es Spaß macht, ha? So, wo war denn hier drin der Schrott? Da war doch auch noch was rumgelegen, ja, eben, sag ich doch. Hier hat man ein bisschen trojanisches Erz und noch ein Beutel. Das würde man, glaube ich, so nie sehen ohne irgendwie. So, Dr. Galvanos Büro. Galvanis Büro. Ich würde sagen, die Tür öffnen wir einfach mal. Ja, wir gehen da mal rein. Ja, nichts Neues soweit. Nachtsicht. An. Drüben haben wir ein bisschen was. Suchen Sie eine Probe um die Eingeweide der mit solchen infizierten Ratten. Unzerstörbare Tür. Öffnen. Ja, mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als da durchzugehen. Die Frage ist ja nur, wo die hingehen. Also der steht jetzt hier an der Wand. Der ist im Nebenraum. Was zum... Hilf mir doch jemand! Naja, naja, ne? Ach Gott, hier noch, ne? Ich hätte gedacht, er hätte... Aber den Autosave müsste er doch eigentlich da drin gemacht haben, oder? Nicht? Eben, wollte ich doch sagen. So. Wir öffnen die Tür. Nee, das ist so kritisch. So geht das nicht. Ich glaube, ich muss warten, bis der hier zurückgelaufen kommt. Genau so. Und jetzt kann ich mich dem dazu wenden. Denn der guckt jetzt erstmal eine Weile in die andere Richtung. Hoffe ich zumindest. Ja. Was zum... So, warum dreht er sich denn einfach um? Oder so. So, du legst dich da hin schlafen. Der Hans da ist. Der hat sich aufmerksam gemacht. Aber nur eine Stufe, das ist nicht genug, um wirklich besorgniserregend Aufmerksamkeit zu erregen. Stattdessen würde ich sagen, wir kümmern uns lieber um den hier mal. Das geht aber irgendwie nicht immer so richtig, habe ich so das Gefühl. So, ein paar Rattenkäfige. Da bist du doch in guter Gesellschaft. Hey. F, ablegen. So, bleibt noch der eine in dem Raum, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Guten Tag, die Ratten. Guten Tag, die Herren. Was liegt denn hier noch so rum? Ah, da sind noch ein paar Bolzen. Slagjack. Reward. 2000 Coins for Capture or Death. Hier haben wir noch ein Buch. Neue Notizen deinen Tagebuch. Ah, so, ja, okay. Ist also ein Buch. Ich würde sagen, wir gucken mal hier weiter, was wir noch so haben. Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. Mhm. Leere Flasche. Bolzen. Was liegt da drin? Kugeln. Okay, wir können keine Kugeln mehr tragen. Naja, gut zu wissen, ne? Sind wir anscheinend auch damit schon gefüllt. So, dann machen wir mal die Tür hier auf.
Was geht da drin? Hilfe! Hey. Wie bist denn du hergekommen? Wo bist du denn hergekommen jetzt echt mal? Das hätte normalerweise nicht passieren sollen. Hallo? Schalten wir dich lieber gleich mal aus, dann kannst du auch nicht mehr drum rumpfeifen. Wo packe ich dich denn hin? Was haben wir denn hier? Speisen und Gebräuche. Hier haben wir noch was. Bierwurst. Wo bringe ich dich denn hin? Ich würde sagen, wir bringen dich da drüben rein. Oh, was haben wir hier? Galvanis Hausschlüssel. Bisschen Münzen. Geh mal die Tür auf. Geh mal da schlafen. So, dann hatten wir hier noch das eine Buch, genau. Hier noch das Buch. Bolzen konnten wir nicht nehmen. Die Kugeln konnten wir nicht nehmen. Sowas Doofes aber auch. Hier drin war sonst nichts mehr, wenn ich mich recht erinnere. Die Ratten halt. Gut, dann gucken wir mal weiter. Da hinten sind jede Menge Ratten. Hier liegt noch ein bisschen was. Brot. Ansonsten ist hier in der Küche offensichtlich nicht allzu viel zu holen. Hier sieht es schon besser aus. Ein bisschen Gesundheits... Ach was. Wir sind jetzt sogar mit Gesundheitselixieren voll. Schau euch das einer an. Schau sich das einer an. Hier haben wir noch ein Gesundheitselixier, was wir auch nicht nehmen können. Und so wie es aussieht, haben wir hier jede Menge Ratten drin. Was haben wir hier für Schlüssel? Da waren es Laborschlüssel, Vorratskammerschlüssel. Okay, Fütterungsprotokoll. Vierter Tag, Monat des Windes. Gemischte menschliche Überreste, großer Appetit. Ein Sack thyrianische Erbsen, angestochen, verrottet. Rat zeigt kein Interesse. Eine Büchse, eingelegtes Walfleisch. Verzehrt. Menschlicher Körper. Konnte nur noch immer Körperteile erkennen. Keine Fütterung. Gesteigerte Aggressivität. Vereinzelt Kannibalismus. Vorfall mit letzten Dienstmädchen. Werde Fütterung bis zum ersten Tag des Monats der Dunkelheit aussetzen. Vorfall mit dem Dienstmädchen. Na, was das wohl zu bedeuten hat. Ich wette mal, ich hätte die Ratten rauslassen können, um damit mich der Wachen zu entledigen. Wir schauen mal, ob da noch was drin ist. Gesundheitselixier, und an der Wand steht noch irgendwas, was auch immer genau das sein mag. Wir machen einfach mal die Tür auf. Tschüss, Jungs. Oder beziehungsweise hallo. Was haben wir da? Ah, jetzt verteilen sie sich durchs ganze Haus. Mana, Heilkräuter. Oh, oben sind noch zwei. Da sollten wir uns also noch hinbegeben. Ah ja, wir sind sehr lecker. Sehr, sehr lecker, doch, muss ich schon so sagen. Ratteneingeweide im oberen Zimmer. Dann arbeiten wir uns doch mal dahin vor. Betrachten mal noch. Moment, hast du den Türgriff von Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt er. Das ist nichts, was war das? Was? Zu den Waffen! Kann ich mit dir reden? Kann mir denn niemand helfen? Offensichtlich nicht. Irgendwie will das Mädchen nicht mit mir reden. Naja, wir hören trotzdem mal ganz leise zu, was da so abgeht. Moment. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt?
Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht... Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ja, das hilft am besten. Gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich hörte, er sei ein Scheusal. Ein abergläubiger Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten als im Labor verbringt. Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz offen, dafür fehlt mir die Ausdauer. Okay, jetzt läuft er endlich mal wieder. Und sie auch. Okay, er begibt sich anscheinend nach oben. Und sie nach unten. Ich würde sagen, wir schalten erstmal ihn aus. Lassen ihn auch erstmal hier liegen. Und dann ist es nicht weiter wichtig, dass wir uns um ihn jetzt kümmern. Coole Uhr. Was? Oh nein! Bitte helf mir! Vielleicht nicht so praktisch, direkt vor seine Nase zu laufen. Ich muss diese Stelle behalten, er sagt. Bringen Sie eine Flasche, ich bringe eine Flasche. Und dich kümmern wir uns auch noch schnell. Aber anders als du vielleicht denkst. Etwa so. Schön hin und her teleportieren. Hm? Ja, perfekt. So, jetzt packen wir dich irgendwo in eine dunkle Ecke. Da. So. Den anderen holen wir jetzt auch noch schnell. So, komm her. Hat das gut funktioniert. Ah, schick. Schick, schick, schick. Da muss man mal so sagen. Ist hier drin noch irgendwas? Also zumindest mal keine Gegner mehr. Also jetzt noch ein bisschen Kram. Taschenuhr. Dr. Galvanis Tagebuch. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Haus Breuel eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der größten Kälte, der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe, ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich an den Tag mit einem Glas thyvianischem Rotwein. Tu das, tu das. Mir soll es recht sein. Hier haben wir noch ein paar Betäubungsbolzen, das ist immer schön. Ich frage mich ja, warum die Leute sich Betäubungsbolzen neben das Bett legen, aber jedem das seine, was er gerne so macht, um ein bisschen Spaß zu haben. So, wie gesagt, es müssten jetzt eigentlich keine Gegner mehr rumeiern, wenn ich das richtig gesehen habe. Pistolen. Naja gut, ich kann keine Munition mehr nehmen. So ist das eben. Hier haben wir noch... wieso komme ich denn da nicht dran? Muss ich das erst aufmachen, hä? Ja, gut. Wie gesagt. Ist ja sowieso keiner mehr wirklich da, der es mir streitig machen könnte. So, was haben wir hier? Karte, genau. Oh, da liegen Goldbarren drin. Kombination erforderlich. Hm.
Oh, da kämen wir raus. Nein, das wollen wir nicht. Nein, wir bleiben hier. Also wir brauchen eine Kombination für den Safe. Ah, ist die Frage, ob die vielleicht in irgendeinem dieser vielen Bücher war, die wir so liegen gelassen haben. Ich hoffe es ja mal nicht. Naja, wir betreten mal den Raum hier noch. Was auch immer das ist. Ein Beutel, eine Truhe. Was haben wir hier noch? So eine Öllampe. Okay, auf jeden Fall ist oben das Labor. Mal irgendwo umgucken, ob wir vielleicht irgendwo nochmal die Tresorkombination zu Gesicht bekommen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich frage mich auch, wo die Dinger hier so hinführen. Oh, da haben wir noch was. Eine Fahrt nach Pendisien von Antotsukov. Schick, schick. Bist wohl einer von denen, ne? Hier irgendwo was? 15, 12. Ne. Das werden wohl keine Hinweise darauf sein, wie die Tresorkombination ist. Nun gut. Nun gut, dann begeben wir uns mal ein Stockwerk nach oben. Das offensichtlich verlassen ist. Werden wir uns dort ein bisschen umschauen. Was wir hier so finden. Ah. Ein paar Springminen. Eine Schmetterlingssammlung ist ja schick. Du hast Galvanis Hausschlüssel benutzt. Ja, das habe ich wohl. Na komm. Dankeschön. Lauter Büsten. Jetzt, wo ich weiß, dass hier ein Tresor ist, muss ich natürlich besonders genau Acht geben, dass ich hier nicht zufälligerweise was übersehe, was vielleicht wichtig sein kann. Der Selleriebezirk. Achso, ja. Nee, ist klar. Badewanne. Naja, lass doch mal die Badewanne vorlaufen. Wieso nicht? Okay, was haben wir hier? Leere Flasche. Und ein Fisch. Eingeweide sind irgendwie im nächsten Zimmer, so wie es aussieht. Haben wir hier noch irgendwas drin? Auch das offensichtlich nicht. Ist jetzt die Badewanne voll? Nö. Naja, was macht er denn hier drin? Könnte man sich fragen. Ach du Schande. Na, das ist mal ein Labor. Na, spielt die spooky, gruselige Musik einfach so ab. Die Tür können wir auch mal öffnen. Was haben wir hier? Haben wir die Walöl? Verdächtiges Buch. Was ist denn? Hä? Achso, verdächtiges Buch. Hey. Jetzt erklärt sich das, wie man da hinten kommt. Ratteneingeweide. Was haben wir hier noch? Die Kommode mit einem Mana-Elixier, jede Menge Münzen, die ich natürlich nicht verschmähe. Wahrscheinlich war man hier sogar mit der Ratte reingekommen. Ratteneingeweide. Nehmen wir sie mal mit. Bäh, ist ja widerlich. Was ist das? Kanalisationsstatus. Im Monat der Netze. Okay, das ist ja wohl die in ein ziemliches Hinterzimmer gebaut. Warum auch immer. Müsste man schon mal so fragen. Warum auch immer. Was ist das? Da ist irgendwas. Ich weiß nicht was. Ach so, ja, das war das Buch, was auf der anderen Seite drin steht. Ich verstehe. Tut mir leid. Tut mir sorry. Tut mir very sorry. Münzen mitnehmen. Ah, da sind die anderen Jungs. Genau, das ist alles jetzt unten drunter. Hier noch irgendwas. Gesundheitselixier, Laborschlüssel. Was sind wir hier? Nochmal in so einem Seitentrakt.
Na gut, dann würde ich sagen, wir hören uns einfach mal an, was er so für uns zu erzählen hat. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Tja, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Die Seuche. Okay. Ich brauche immer noch die Kombination zum Tresor. Das Lion des Leviathan. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwo in den Büchern drin steht, aber... Ach, Quatsch hier so. Ja. Mach zu. Man muss ja den Deckel doch immer runterklappen. Also. Was hast du denn für Manieren? Echt? Okay, ich kann hier irgendwie nicht wirklich was entdecken, was mir dabei weiterhilft. Das Missionshinweis aktualisiert. Hä? Was denn? Flusskriecher sind verwundbarer, wenn sie ihren Schutzpanzer öffnen, um ihre Beute mit säurehaltigen Speichel ausspucken. Stand das jetzt hier auf der Tafel? Dann sollte ich vielleicht die anderen Tafeln nochmal lesen. Was steht hier drauf? 287 steht da drauf. Na, das könnte doch interessant sein. 287 steht da drauf. Na, schau an, schau an. Mit der Information begeben wir uns doch direkt mal nach unten. Zum Tresor. 287, sagst du, oder? Na dann. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ha! Herrlich. Barren. Jeweils 100 Münzen wert. Super. Ich glaube, jetzt haben wir ihn komplett ausgeräumt. Ich würde mal sagen, wir verlassen das Anwesen wieder durch den Balkon. Wieso nicht, hä? Das ist doch mal was anderes. Jetzt sind wir nämlich hier oben. Und beim anderen wären wir da oben rausgekommen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Darüber. Ein Whisky-Destillerie. Und da vorne ist noch eine Lichtwand. Ich würde aber erstmal sagen, wir begeben uns als allererstes mal nach unten und gucken mal, was uns hier noch so erwartet. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Hier sind wir noch gar nicht rumgeturnt. Und da haben wir zum Beispiel noch ein Gesundheitselixier. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was bist denn du für eine? Ist doch auch eine von dieser Water Street Gang, oder? Hau ab! Schläger. Diese Person ist beschäftigt. Verdeck die Maske dir die Ohren. Ich sag dir, du sollst abhauen. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Und komm wieder. Wenn du pinkelst. So nicht, mein Freund. So redet keiner mit mir. Schon gar nicht irgendein komischer Schläger. Mich daran erinnert, dass ich ja immer noch meine Rune wiederfinden muss. Wo ist denn diese komische Rune? Ah, da hinten. Na, da muss ich doch sowieso hin, oder? Nee, nicht ganz. Aber die Rune will ich mir jetzt mal kurz holen. Gut. Der Hals da ist. So kalt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Ihr seid der Penner. Weiter. Was haben wir? 20 und 2 Elixiere. Sah mir nach 25 aus. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden, mit Buch. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Na los, holen wir uns diesen Kerl! Stech dich ab!
Okay, das erledigen wir schon untereinander. Verreck, du Sau! Stirb, du Schwein, verreck, du Sau, was ist das für ein Das wäre erledigt. Hä? Meine Freunde. Am Ende gewinne immer ich. So ist das nun mal hier. Habt ihr noch irgendwas bei euch? Zwei Elixiere, die ich beide nicht brauche, denn irgendwie bin ich schon wieder voll. Man könnte ja behaupten, dass wenn man dieses Spiel so passiv durchspielt, die ganzen Sachen etwas zu leicht ausfallen. Wenn man einfach zu viele Elixiere bekommt, aber das will ich jetzt nicht gehört haben. Da ist auf jeden Fall die Rune. Neutralisieren Sie den Oberaufseher Campbell. Durchqueren Sie das Tor. Ich würde schätzen, dass jetzt hier noch ein paar Wachen rumeiern. Ja, so wie es zu erwarten war. Du kannst da an Ort und Stelle gerade noch bleiben. Einfach die konfiszierte Rune an uns. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gepäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie sie zu den Aufsehern. Sie können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen Sie es nicht. Oder ich nehme sie mir. Womit ich schon 3 von 7 Runden hier gefunden habe und jetzt wieder 2 habe. Also brauche ich noch einen. Wir haben noch ein bisschen was zu essen. Und ein Mana-Elixier, was wir uns auch gleich einschmeißen können. Beziehungsweise nicht dasselbe, aber dafür. Wo ist der andere jetzt hin? Ach, da vorne. Bis ich den da vorne noch beseitigt habe, können wir das alles so lassen, wie es ist. Und so. Aktiviert. So sieht's denn aus. Wer ist denn da? Lass mich mal, Hayburn. Na los. Hilfe! Na los, komm schon! Du hast das ja. Das war aber jetzt sehr seltsam. Habe ich doch noch einen übersehen. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgehört. Ah, das war hier. Naja, ich würde sagen, wir beenden die Episode einfach mal und sehen uns dann in der nächsten und dann schauen wir mal, dass wir in die Destillerie kommen und dort die Elixiervorräte vergiften. Bis dahin, viel Spaß und ciao.